Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Rise of Nations. Ja, wir haben schon ein riesiges Gebiet. Ja, dürftet ihr ja gerade gesehen haben beim letzten Part, deswegen quatsche ich jetzt hier nicht so übelst lang und übelst dumm rum wie sonst. Sondern werde jetzt einfach mal den Plan fortsetzen, mir da oben dieses Gebiet zu schnappen. Genau, damit diese Armee packe ich noch vorher dort, damit die Niederländer hier nicht einmarschieren können, weil sie quasi doppelt gedeckt sind. Im Süden, denke ich, brauche ich mir erstmal keinen Stress machen. Und ab geht er, der Peter. Trüher, alter Römer. Nein, den behebe ich mir noch auf. Bis es komplett behoben ist. Die Behobung halt, ne? Also ich spare es mir einfach, das mal kurz zu machen. Ich bin mal gespannt, wie lange wir diesmal Zeit haben. Ich tippe diesmal auf 90 Minuten. Ja, richtig. Eroberung. Der Feind widersetzt sich der Invasion. Nehmen Sie die feindliche Hauptstadt bzw. Städte in maximal 90 Minuten ein, um den Sieg zu erringen. Okay. Also ich vermute, da sind die, im Dunklen. Hauptstädte in 90 Minuten erobern, ja, alles klar. So, ich habe immer noch nicht rausfinden können, trotz Google-Suche, was dieser Bug ist, dass mir hier nichts angezeigt wird. Also welche Ressourcen ich für welche Einheiten brauche. Ist ein bisschen schade, aber was will man denn tun, ne? Was willst du tun? So, ich denke, man erkennt das. Ich werde erstmal den Handel ausbauen und meine Armee. Und das auch noch. Mensch, kann ich sogar einiges ausbauen. Und nicht mehr genügend Nahrung, um irgendwelche Heinis zu haben. Na dann nein. Dann baue ich es natürlich nicht aus. Dann baue ich doch lieber erstmal ein paar Heinis. So. Und mal schauen, was ich jetzt noch ausbauen kann. Nix. Ach doch. Das kann ich bauen. Nun denn. Auf, ihr Narren. Chaka. Übelst sinnvoll, dass ich wieder so einen Unterstützungswagen für die Artillerie habe, aber an sich gar keine Artillerie. Macht verdammt viel Sinn, nicht so ein Spiel beginnen zu lassen. Nicht genug Nussholz, sie brauchen so viele Einheiten, wie sie gerade haben. So. Chaka. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Ist aber auch eine winterlich schön verschneite Landschaft sogar. Sogar so ein bisschen. Lass mal da den Spotpunkt setzen. Schnee auf den Dächern. Nun denn, ich vermute, der Anfang wird sich wieder etwas zäh gestalten. Plus 60. Gibt es hier nicht noch einen anderen Berg? Plus 100. Haha. Gehen wir doch dahin. So, und du gehst auch mit dahin. Am Anfang kann man erstmal nicht so schnell starten. Weil wir halt erstmal noch ein paar Leute brauchen, die sich hier um die Ressourcen kümmern. Okay, da ist schon alles voll. Da ist schon alles voll. Oh, und in die Mine können natürlich noch viele Leute rein. Trotzdem würde ich mit dir gerne erstmal so etwas bauen. Eine Kronkammer. Das ist im harten Norwegen. Ja, wir müssen in Norwegen sein, ne? Oder Schweden. Ne, Norwegen ist es nicht. Norwegen ist weiter links. Finnland, Russland. Das Gebiet dürfte es sein. Der aktuellen Weltkarte maximale Bevölkerung erreicht. Wollt ihr mich nicht veräppeln? Das gibt es ja gar nicht. Verstärkung von Ural ist eingetroffen. Sehr schön. Aber ich mache gleich noch eine kleine Mini-Armee. Die ich mir zu meiner anderen Armee schicken kann. So, okay, du baust ein Sägewerk als nächstes dahin. Hm.
Okay, ihr seid ja auch alle beschäftigt, ja. Sind sie. Sind da noch 5 Mann. Lustig, immer 4 Getreidefelder und eines mit... mit so Viehzeug. Geräusch machen, Viehzeug. Okay, und als nächstes hätte ich gern noch ein... eine Eisenschmelze. Noch geht es ja, aber wenn dann irgendwann noch Öl ins Spiel kommt... im nächsten Zeitalter, schätze ich mal. Dann wird es richtig hart. Soll ich jetzt einfach mal versuchen, einen kleinen Rush zu starten? Ja, los, komm. Vielleicht habe ich ja Glück. Und kann mir schon mal die erste Stadt ergaunern. Ding, ding, ding. Klick, klick, klick. Ja, alles bis auf meine maximale Bevölkerung kann ich ausbauen. Das ist ja ganz toll. Sägewerk nützt mir auch noch nichts. Okay, wie viel fehlen hier oben noch? Ja, sehe ich das wieder gerade nicht. Ah, ganz viel. Noch 8. Okay, was könnt ihr noch bauen? Eine Universität. Er muss innerhalb der Stadt grenzen. Ja, hier ist doch die Stadt. So. Mir doch bitte eine Universität. Oder? Und hier ist ein Meer. Schau an, ich hätte ihn natürlich auch mal vorher als Truppe markieren können. So. Die erste Infanterie. Gemixt mit Kavallerie und noch anderem Zeug. Ja, er macht gleich mal hier die Bewegung tot. Schonhofen. Los, komm, holt euch das. Ich habe zwar keine Artillerie bei. Aber egal. Wenn ich die Stadt jetzt natürlich gleich erobern würde, wäre das sehr schön. Ja, ja, ja. Er hat nur einen General. Damit kann er mir aber erstmal gerade gar nichts. So, los. Macht's tot, macht's tot, macht's tot. Und jetzt hier diesen Reiter. Jetzt hat mein Computer gerade den Dünn gemacht. Ja, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich mal wieder noch meinen Lieblingsbrowser, den Herrn Firefox, im Hintergrund geöffnet habe. Ja, und hab da so ein Online-Game, was ich ab und zu mal ein bisschen spiele. Und wenn mir da jemand eine Nachricht schreibt, dann macht das Palüm Palüm. Und genau das scheint gerade passiert zu sein. So, jetzt hoffe ich doch mal, dass ich die Stadt jetzt wirklich gleich eingliedern kann. Wäre endcool. Oh, ein Turm, ein Turm, ein Turm. Mach den Turm weg. Dann hätte ich mich nämlich ganz schnell ausgebreitet. Oh, ich habe doch gesagt, ihr sollt den Turm wegmachen. Und hier geht erstmal auf den Reiter, weil der ist noch ein bisschen gefährlicher als der Turm. Geh weg. Yes. Und jetzt den Turm. Attackiert den Turm. Hey, mir kommt das gerade ziemlich cool vor, mein kleiner Rush, den ich hier veranstalte. Ich denke nur, wenn ich nicht ganz schnell neue Einheiten produziere, hat sich das eh erledigt. Weiter, geh sterben. Jetzt mach doch mal diesen Turm da weg. Los, kommt Leute. Schluss, noch diesen Turm besiegen. Und dann hoffen, dass die Eingliederung der Stadt schnell genug vorangeht. Schießt ihn ab, schießt ihn ab. Komm. Oh mein Gott, ich habe nicht mehr genügend Einheiten. Los, 7 Sekunden, noch 7 Sekunden, 7 Sekunden aushalten. 4, 3, 2, 1. Palüm, palüm. Was ist das da? Jetzt. Schnell Menschen produzieren. Ah, es ist nicht ärgerlich. Nein, warte, Moment.
Kriegswerkstätten bauen. Los, reparier die Stadt. Du reparierst mit. Nein, du baust noch eine Kriegswerkstatt. Damit ich hier so schnell wie möglich. Neue Einheiten produzieren kann. Genau vor den deren Toren. Halt bei denen. Musst du auch. Nein, du brauchst schon. Stress, 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 Stress. Du brauchst eine Kaserne. Setzen wir hier hin. Okay, okay, okay. Na dann würde ich mal sagen, Alarm. Um diesen elendischen Reiter zu vertreiben. Los, geh mit da rein. Kann ich das irgendwie dem sagen? Geh da rein. Ja, hier. Klick. Okay, dann jetzt schnell ein paar Reiter produzieren. So. Alles picobello. Einen Händler. Ach, Handelsstufe 2. Ja, geht ja los. Bitte schön, ich hätte doch auch mal eine Universität gegründet. Produzieren wir hier noch ein bisschen was und da. So, da fehlen immer noch 3 Kollegen. 1, 2, 3. Okay, Spawnpoint da setzen. Du kriegst. Na, da, bitte schön. Warum bin ich immer noch nicht so gefestigt im nächsten Zeitalter? So, werter Arbeiter, kommt mal bitte hierher. ...80 und 60. So, darf ich jetzt eine Karawane ausbilden? Ja. So, und sobald ihr damit fertig seid, bauen wir mal eben noch eine Belagerungswerkstatt, was nicht geht. Schade. Dann nicht. Dann, nein, da bauen wir vorher trotzdem hier noch eine Kaserne. Und noch einen Stall. Da. Damit ich hier ganz schnell ganz viele Einheiten haben kann. Müssen wir doch mal ein bisschen Effektivität zeigen diesmal hier. Oh, da drüben soll eine neue Stadt entstehen. Das kannst du mal voll absmatzen, Kollege. Die wird doch erstmal direkt angegriffen, diese dämliche Drecksstadt. So, da. Boah, wo reitest du denn lang, Mann? Kollege, bist du total blöd. Scheiße, 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 scheiße. Zurückzug. Rückzug, 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 Rückzug. Ich brauche ein paar Einheiten. Ach, dann darf ich wieder nicht, oder was? Nein, kommt her, kommt her. Okay, und nochmal kurz den Alarmknopf drücken. Und die am besten hier hinter verfrachten, damit mir die Stadt noch ein bisschen mithelfen kann.